Kreuzfahrt, das Fachmagazin für Technik und Touristik in Europa. Bitte einsteigen. So, lieber Andreas, so was hat die Ruhr denn im deutschen Bustourismus zu bieten? Ja, hallo Eva. Ja, herzlichen Dank, dass du hier bist und dass du mich hier ansprichst auf die Ruhr, das Ruhrgebiet letztendlich. Ja, was haben wir zu bieten? Eine große kulturelle Vielfalt, denn wir sind eine Metropole mit sehr vielen Städten, sehr vielen großen gewachsenen Städten, die eben halt auch sehr viel Kulturleben haben. Und das zusammengenommen haben wir eine sehr große Bandbreite an kulturellen Highlights in der Region. Unsere Kulturkathedralen, Industriekathedralen, denn die hatten früher den Zweck, Kohle zu fördern oder Metall zu produzieren, Eisen zu produzieren. Und heute produzieren genau diese Städten, diese Industriekathedralen, Kunst und Kultur und Events, Kongresse und so weiter. Was würden Sie sagen, sind so die Top 3 bei Ihnen im Programm? Ja, absolut. In Essen die Zeche Zollverein, das Weltkulturerbe, das ist natürlich das Highlight, allein schon durch die Auszeichnung Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe. Ist aber auch eine sehr schöne Stätte, weil genau Zeche Zollverein das Museum, das Ruhrmuseum hat und dies eben halt zeigt, wie sich die Region damals gestaltet hat, die Industrialisierung, wie das hervortrat und eben halt, wie die Region sich entwickelt hat und vor allen Dingen, wie die Region oder was die Region es ausmacht. Wie würden Sie sagen, war denn bisher so diese RDA, so gestern zu heute von den Besucherzahlen her? Ja, wir haben ja schon unsere Erfahrungen im letzten Jahr machen dürfen mit der RDA als Teilnehmer dieses Workshops und wir wussten, auf was wir uns einlassen und waren heute und gestern sehr positiv überrascht. Ja. Gestern sehr gute Besucher gehabt, zwar nicht mehr die Massen, wie es in den früheren Veranstaltungen der RDA war, aber eben halt qualitativ sehr hochwertig. Also die Kunden, die es auf sich genommen haben, nach hierhin zu kommen, die waren extrem interessiert und wollten wirklich Fakten haben. Ja. Was sind halt gerade nach Corona oder während der jetzt in der Zeit, was machbar ist in der Region? Ja, richtig. Also der Reisehunger ist ja sehr, sehr groß und man informiert sich auch immer mehr, was es so im regionalen, überregionalen eben gibt, gerade in Deutschland und Co. Also das wird ja immer interessanter und attraktiver dabei. Richtig? Ja, das ist eine positive Auswirkung aus der Corona-Zeit, eben, dass der Deutschland-Tourismus noch einmal zugelegt hat und dass die Nachfrage nicht nur an den klassischen Orten wie Berlin, Hamburg, Stuttgart, München da ist, sondern man sich auch in die zweite und dritte Region jetzt bewegt und da nachfragt. Und da profitieren wir natürlich auch von. Und das ist so ein Trend, den man auch merkt, dass man sich auch mal andere Regionen anschaut und diese entdecken möchte. Ja. Und das ist eine Chance für uns, die wir hier auch nutzen und was wir auch in den Gesprächen festgestellt haben. Da wären auch andere Trends, die sich so hier gerade entwickeln. Das Thema Natur in Verbindung mit Städtereisen wird sehr stark nachgefragt. Das ist auch unser Hauptthema während der Gespräche, die wir bisher hier haben. Ja, ja. Was würden Sie sagen, ist denn so das beliebteste Ziel gewesen? Ja, das kann ich gar nicht mal so an einem Ort festmachen. Also die größte Nachfrage, die wir jetzt hier hatten, die ging tatsächlich in Richtung Radfahren und Wandern. Also diese Verbindung der kulturellen Erlebnisse, die man haben kann, mit eben halt dem Rad auch. Ja, genau. Also da erkenne ich auch einen Trend, wenn ich so ein bisschen rumgefragt habe. Ja. Ja, und den kann ich bestätigen. Also wir haben sowieso schon ein sehr gutes Radwegenetz mit dem Ruhrtal-Radweg und der Römer-Lippe-Route. Mit dem Radrevier Ruhr verbinden wir diese Radwege, dieses Radwegenetz. Und wir haben auch tolle Radwege anzubieten mit unserem Bahntrassenradeln, was man hier auf diesem Bild auch sehen kann. Früher wurde auf diesen Wegen per Eisenbahn eben halt die Güter transportiert von einem Ort zum anderen. Heute haben wir sie umgebaut zu Radwegen. Der Vorteil dieser Radwege ist halt, dass man keine Berührung zu Straßenverkehr hat. Ja, man kann da sehr autark fahren und man verbindet die Industriekultur mit der Natur. Ein tolles Erlebnis und das kommt bei unseren Kunden, die wir hier zu den Gesprächen hatten, sehr, sehr gut an. Ja, das glaube ich. Das ist definitiv ein Trend. Also ich finde die Ruhr ja auch, also das Ruhrgebiet, sehr spannend. Gerade dieser Kontrast eben
mit diesen alten Industriewerken, die irgendwie von der Natur nochmal eingenommen wurden, die überwuchert sind und da wo Graffitis und Kunst und so weiter behangen ist, also so richtig zu einem Abenteuerspielplatz quasi umgebaut. Also ich finde diesen Bereich sehr, sehr interessant und ja, da können wir nur hoffen, dass die Menschen hier in Deutschland weiter links und rechts gucken. Das tun sie ja auch gerade. Der Trend ist ja wirklich zu beobachten. Also ab ins Ruhrgebiet und dort was Schönes buchen. Richtig? Ich freue mich auf eure Besuche. Ja, ihr seid willkommen. Busfahrt. Das Fachmagazin für Technik und Touristik in Europa. Bitte einsteigen.